Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. Wir sind hier immer noch im frischen Blut. Wir sind immer noch 600 Besucher in den Park locken und den Verkehrswert auf 60.000 treiben. Gut, Besucher haben wir knapp 400. Verkehrswert technisch. Ja, bei 40.800. Sieht doch soweit ganz in Ordnung aus. Und wir gucken, dass wir noch hier und da ein paar Attraktionen hinsetzen. So, hier mal ein bisschen Forschung, dass da ein bisschen was rankommt. Dass wir da auch noch ein paar Variationen drin haben in den ganzen Themenbereichen hier. So, im Moment schaut es ja noch ein bisschen leer aus. Aber wir können noch ein Spiegellabyrinth hinbauen. Ja, warum denn nicht? So, hier mal den Eingang, oder? Ist das jetzt richtig oder falsch? Richtig? Was ist denn hier wo? So ist. Ne, im Endeffekt. Im Endeffekt wäre es egal gewesen. So. Eingang. Der Ausgang. Natürlich genau Mülleimer. Wunderbar. So, wenn wir das doch haben. Ja, so will ich das nicht ganz haben. So schon eher. Ja, so sieht's besser aus auf jeden Fall. So, was kann man den Mülleimer umsetzen? Nein, wir können ihn nur löschen. Dann tun wir das mal und setzen den neuen hin. So, haben wir es gleich. So, Schädeleimer hier. Zack, nebendran. Und mal gucken. Das Labyrinth so sagt, muss natürlich erst eröffnet werden, ist ja klar. Ansonsten geht hier überhaupt nichts. Und hier in die Fläche könnte man eigentlich irgendwas reinsetzen, ne? So. 1x1, 5 Grabsteine, die passen hier rein. Wunderbar. Packt man hier hin. Und das sieht es doch ganz schön gut aus. Mal gucken, was wir noch so haben. Drei Hexen hätten wir noch. Ein paar Bäume. Grabstein, Grabsteingeister, eine Windmühle, kopflose Reiter hätten wir. Mumien, ja, einen Pranger können wir aufstellen. So, setzen wir hier hin. Das Skelett drin, ja, wunderbar. So, viele Grabsteine sind hier vertreten. Ah, okay, hier steigt einer aus. Also ist aus dem Grab. Kann man eigentlich hier auch mit hinstellen. So neben dem Pranger. So ein bisschen, ne? Was passiert? Ist natürlich jetzt genau an der Laterne. Wunderbar ist das. Natürlich nicht. Oh, es ist besser. Gut, wunderbar. Lassen wir so stehen. 406 Besucher. Sieht's aus, Apfel in der Bochen ist minus 40. Ja, so langsam wird es mehr. Wir haben noch mehr Besucher, ne? Packen wir nochmal hier eine Reinigungskraft mit rein. Die ein bisschen hier rumschlendert. Na ja, gut. Geschwindigkeit wollten wir wie immer hochstellen. Dass das auch ein bisschen vorangeht, das Ganze. Und dann gucken wir einfach mal, ne? Im Moment läuft's. Hier stehen immer noch Leute an. Die Monsterbahn, die geht ganz gut. Ja. Hinten das Klo. Läuft auch. Oh, unsere Geldeinnahme. Hey, Gesamtgewinn 32,95. Wunderbar. Neue Attraktion Kürbiskuchen. Was gibt's denn hier? Hier gibt's was zum Essen. Doch wunderbar. Oh. Natürlich blöde, ne? Jetzt müssen wir Darlehen aufnehmen. Noch weiter. So, Kürbis. Jupp. Hier gibt's Kürbis. Gucken, was da dazu gibt. Ein kleines Kürbisstück mit Sahne, Ahornsirup
Und Ingwer. Alles klar. Wünsche ich mal guten Appetit. Der sich da was kauft anscheinend. Recht ordentlich. Und ich sehe, hier steht schon wieder wunderbar eine Laterne im Weg, aber das lassen wir jetzt mal gut sein. So, da bauen wir jetzt nicht um hier vor dem Getränkeladen. Steht auch noch eine Laterne rum. Und lassen wir jetzt einfach mal so stehen. So, 435 Besucher. Ein Verkehrswert von 45.000. Ja, so langsam. Aber sicher wird es ein bisschen so. Sind erst im Jahr 2, ne? Manchmal haben wir da schon ein bisschen dafür gebraucht, dass wir etwas erreicht hatten. Was? Das bestimmten Stimpenmechaniker in der Nähe, der labert nur wieder. Ja, siehst, wurde repariert, sag ich doch. Was können wir hier noch bauen? Was hätten wir denn noch? Einen Aufzug. Können natürlich einen Aufzug hier hochbauen, aber ob sich das rentiert, ist natürlich die zweite Frage. Denn was bauen wir hier oben hin? Nichts. Überhaupt nichts. Wir könnten. Aus Spaß könnte man hier schon mal einen Aufzug bauen. Oder? Dann baue ich hier wieder einen Aufzug ran. Dann ist da gar nichts, ne? Ach, Mechaniker 11. Darf doch nicht wahr sein. So, rein mit dir. Ja, okay, besser. Mochte einfach den Regen nicht, ne? Komm, hört's auf zum Regnen, geht's denn auch wieder gut? Das ist wunderbar. Sieht so oben aus. Ja, das passt doch wunderbar. Abfallverbrauch ist minus 32. Mit sowas können wir leben. Sowas können wir auf jeden Fall leben, so. Der geht hier ordentlich ab, der Typi. Na? Rest in Peace, Junge. Gut. Dann hätten wir noch nichts mehr. Monsterbahn haben wir doch, glaube ich, aufgestellt, ne? Ja, ist das hier. Ein paar Leute. Ja, hier gehen jetzt auch ein paar Leute rein. Wunderbar. So. Nochmal Notabschaltung. Hier ist ordentlich was los hier bei der Bahn. Hier ist wirklich ordentlich was los. 450 Besucher. Komm, ich mal 10 Euro Parkeintritt. So viel Verlust ist es gar nicht aus mir machen. Weil das mir eigentlich nur ja, über Getränke, Essen und den Parkeintritt hier das Geld machen. Und sonstiges von 12,60, keine Ahnung. Läuft das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Na, hier. 74. Muss man da Verlust machen? Jetzt gucken wir mal den April an. Da warten wir mal schnell drauf. Wir haben den 14. 15. Mal gucken wir mal. Oh, jetzt sind es wieder in die roten Zahlen. Komm, da kommen wir noch raus. Kommen wir auf jeden Fall noch raus. Hängt natürlich auch stark damit zusammen, wie viele Besucher natürlich da monatlich in den Park reinkommen. Bei 10 Euro Eintritt, okay, pro Besucher, aber da müssen schon ein paar kommen, ne? Im Moment sind es 11, ne? Und wenn wir den 24. Ist natürlich nix. Wenn da keiner rankommt, ist es natürlich nix. So, jetzt sind wir gleich hier oben wieder im Minus. Ist natürlich doppelt nix. Und bei 11 Besucher, die da rankommen, ja, 332 Euro Verlust. Das ist nicht schön. Bei Speisen und Getränke haben wir eigentlich gut verkauft, weil es müssen halt auch die Besucher rankommen. Wenn da keiner kommt. Klappt das nicht, funktioniert nicht, ne? Kann der Park noch so gut sein, wenn er nicht besucht wird? Und hier, die wilde Maus, die geht da richtig. Also, dürfte eigentlich, besuchertechnisch müsste das eigentlich gut laufen. Naja, aber da hauen die Jungs schon wieder ab. Kann doch nicht sein. Die gehen zur Informationsstelle. Vielleicht können wir auch noch da hinten eine zweite Infostelle aufstellen. Was? Es gibt doch hier einen Kürbis und einen Burger. Warum sind die denn hungrig? Müssen erstmal wieder Darlehen aufnehmen. Das ist natürlich extrem blöde. Das gefällt mir mal gar nicht. Wo bin ich? Hier bin ich. Ja. Informationsstelle.
Informationsstelle wollten wir bauen. Info. Oh, da ist das Haus explodiert. Das ist natürlich nicht gut. So, wo platzieren wir die denn hin? So, hier hinten. Einmal öffnen. Gucken, vielleicht gehen die Besucher hier ran. So. Gucken, Apfel oder Brunnen. Das steigt, das gefällt mir nicht. So, Jungs, was ist los? Reinigungskräfte, was ist los? So, die Info. Ja. Sieht gut aus. Was? Well, denk mal grad. Info. So, Info, ja. 11 Euro hat sie schon eingenommen, ja, wunderbar. Okay. Ich glaube, neue Attraktionen haben wir noch nicht freigespielt, beziehungsweise erforscht. Ist nicht gut. Was können wir noch bauen? Hier eine Geisterbahn. Was kostet der Spaß? 1300, 1700. Ja. Ja, kurz gucken. Darlehenstechnisch. 20.000. Okay, 10.000 können wir noch aufnehmen. Die Frage, was wir machen. Das Ding oder das Ding? Komm. Hauen wir ordentlich auf den Putz. Und investieren mal 1800 gleich. Hier in das Ding. Setzen es mal. Ich würde sagen, hier ran. Und gehen dann so oben rüber hier hin. Aber höchstwahrscheinlich brauchen wir da wieder. Darlehen, na, was denn sonst? So, Eingang, Ausgang. So, hier drüber ziehen. Dann ab nach unten. Das ist ja blöd irgendwie. Na, so komme ich nicht ganz runter. Komme ich nicht ran, ich komme hier nicht drum rum. Das funktioniert nicht, ich muss das so machen. Und das ist doppelt blöd. Kann ich da? Ja, das geht. Okay. Was habe ich ja gerade noch so hinbekommen? Hier machen wir ein bisschen Fläche. Und dann hauen wir das Ding auf geöffnet und sehen, dass da nur ein Wagen ist. Das heißt, das machen wir gleich wieder zu. Und machen 5. Ja. 5. So, oh, jetzt geht's los. So, das Ding ist verreckt. Spiegellabyrinth ist verreckt. Burger ist ausgefallen. Mittleres Kuchenstück. Fügen wir hinzu. So. Ja. Wunderbar. Neue Attraktion. Geigensprung. 514 kostet uns der Spaß. Bauen wir natürlich auch gleich. Nachdem wir ein bisschen Darlehen aufgenommen haben. Mal wieder. Also langsam aber sicher wird's echt krass. Was willst du machen, wenn du hier nur über den Park eintritt? Du kannst ja auch nicht rantreiben, wie sonst irgendwas. Funktioniert nicht. Kommen ja die Leute nicht rein, oder? So, hierhin das Ganze. Eingang, Ausgang. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das mache. So, wenn ich dann nämlich hier unten weiterbaue. Einmal so. Einmal so. So. Genau so war das geplant. Hier gibt es nämlich im Moment nur diesen Weg. So. Dann bin ich ja mal echt gespannt, wie sich das hier so tut. 50.000, okay, Verkehrswert. Dann nähern wir uns jetzt so langsam aber sicher der Grenze, besuchertechnisch. Da fehlen uns noch 100, aber ich glaube, das kriegt man dann auch hin. Jetzt machen wir nochmal radikale Maßnahmen, und zwar Parkeintritt. Komm, wir gehen jetzt mal auf 15 Euro, mal gucken. Ja, die einen oder anderen, die werden auf jeden Fall reinkommen. So,
Apfel unterbrochen ist. Stein. Das ist nicht gut. So, wir stellen jetzt noch diese eine Reinigungskraft ein. Na, Blumen gehen aus und dann würde ich sagen, lassen wir das gut sein für diese Folge. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Video. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr reinschaltet. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute. Man sieht sich. Ich bin raus. Ciao.